Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein super spezielles Schätzelein, und zwar habe ich hier den Spirit of Leaps Schmuck-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt ihn in zwei verschiedenen Varianten und Nicole und ich stellen beide die silberne Variante vor. Das ist wirklich auch Silber als Material, ne? Und es gibt auch noch die vergoldete Variante, die ist dann nochmal ein bisschen hochpreisiger, weil du natürlich auch die Vergoldung um die jeweiligen Schmuckstücke drumherum hast. Und hier bekommen wir für 290 Euro Silberschmuck im Wert von 800 Euro. Ihr könnt aber, wenn ihr möchtet, mit meinem Code CLAUDI10 nochmal 10% auf diesen Adventskalender halt sparen, was ich richtig nice finde. Und Spirit of Leaps hat uns auch noch ermöglicht, dass wir eine kleine Verlosung machen dürfen. Und zwar dürfen wir dieses Schmuckstück verlosen, das haben wir uns für euch ausgesucht, denn ja, unsere Communities sind nun mal unser Sonnenschein und das ist eine wunderschöne Kette mit einem Mondstein dran, aber halt quasi mit diesem Sonnenanhänger. Ich finde das so wunderschön. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Das ist richtig nice. Und da sehen wir halt auch schon direkt so diesen Vibe von Spirit of Leaps. Das sind handgefertigte Produkte, die auch wirklich immer eine Bedeutung haben. Die sind auch in diesem Adventskalender in jedem Türchen so entsprechend mit drin. Ich habe den auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder bei der lieben Nicole gesehen, die ja auch gerade ihr Video online stellt, ne? Und ich habe ihn ja auch direkt bestellt gehabt. Aber dann hat Spirit of Leaps mich gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, den vorzustellen. Here we are, Leute, ne? Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ein Funken Weihnachtszauber in jedem Türchen steht hier drauf. Und jedes Türchen ist auch quasi wie so ein kleines Einzelgeschenk gestaltet. Das ist wirklich handgepackt, das ist nicht outgesourced oder sonst irgendwas. Da sitzt Isabelle mit ihrem Mann dann wahrscheinlich und packt dann immer schön den Adventskalender. Mega krass. Und hier geht es... Oh wow, wie schön sieht das bitte aus. Leute, wenn ich hier so reingucke, guckt euch das mal an. Sowas ist absolut umwerfend. Absolut umwerfend. Wie wunderschön. Du hast alles in diesen einzeln eingepackten Glas. Oh Gott, wie schön ist das. Ich bin gerade total verzaubert. Es tut mir leid. Das ist unglaublich. Wow. Die Lotusblüte. Und hier steht, in der Odyssee sind die Lotusfresser ein geheimnisvolles Volk, das auf einer kleinen Insel lebt. Sie verzehren regelmäßig Lotuspflanzen, die sie in einen ewigen Zustand der Glückseligkeit versetzen. Interessant. Und alter Schwede, ist das hübsch. Ist das hübsch. Und das ist in so einem kleinen Säckchen. Das ist total besonders. Das sind jetzt so Ohrstecker, die so ausschauen. Und die liebe Isabelle, das ist eine der Gründer, hatte mir dann auch noch freundlicherweise die ganzen jeweiligen Preise zur Verfügung gestellt, dass ich euch die mit einblenden kann. Mega schön. Also das kannst du ja theoretisch auch wirklich genauso dann aufbewahren. Mega nice. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Als würde man jeden Tag an Weihnachten dann auch ein kleines Geschenk bekommen. Da haben wir den Granat drin. Oh, schön. Oh, der ist auch wirklich rot. Und das ist eine Kette, die hier drin enthalten ist. So schaut das einmal aus. Hier will ich aber auch mal gucken, wie lang die Kette so ist, ne? Achte das nächste Mal darauf. Wenn du Granatapfelkerne in deiner Hand hältst, sehen sie aus wie kleine funkelnde Edelsteine. Daher leitet sich auch der Name des Granatsteins vom lateinischen Wort granatus ab, was körnig bedeutet. Man hat so ein Edelwedelgefühl, wenn man diese Teile schon, also diese Schmuckteile in den Händen hält, ne? Oh mein Gott, wie schön. Hier haben wir einmal die Kette. Die ist auch wirklich so halblang, würde ich es mal so sagen, ne? So schaut sie einmal aus. Und da haben wir so einen richtig dunkelroten, ja, Granat nennt sich dann ja auch der Stein hier drin. Das finde ich sehr hübsch. Die hat ja auch noch diese Verlängerung mit dabei, dass man das auf verschiedene Längen auch wirklich tragen kann. Wenn ich mir das jetzt aufs Längste stellen würde, boah, wäre das halt auch echt noch lang, ne? Das sieht so schön aus. Und selbst wenn man sich den Adventskalender kauft, um ihn dann halt auch in einzelnen Geschenken weiter zu verschenken, ist das gar nicht so verkehrt. Oder man verschenkt halt den kompletten Adventskalender und macht jemanden damit irre glücklich. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Oh, der Fluorid ist hier drin enthalten. Und teilweise haben wir hier auch einzelne Steine dran. Das finde ich auch richtig schön. Meine Eltern haben das auch damals gemacht, dass die uns
zum Beispiel unsere Geburtssteine oder so geschenkt haben. Ne? Ich hatte damals auch das Tigerauge super viel, immer in meiner Handtasche, also in meiner Tasche, ne? Auch immer, wenn ich so eine Klausur geschrieben habe oder so. Und das hat auch immer eine bestimmte Bedeutung. Der sieht wunderschön aus. Also die Farbe mag ich sehr, sehr gerne leiden. Das ist so ein ja, helles Türkis, ne? Wie das Meer. Fluorid erscheint in einem breiten Farbspektrum von sanften Pastelltönen wie Lila und Rosa bis hin zu lebhaften Farben wie Grün und Petrol. Er wird oft als Stein der Konzentration bezeichnet und hilft, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche im Leben zu lenken. Und sowas kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass wenn man halt, keine Ahnung, ein Vorstellungsgespräch hat oder ne, für eine Klassenarbeit oder was auch immer, irgendwas wo, für eine Steuererklärung, dass man den dann entweder bei sich auf dem Tisch hat oder in der Hosentasche oder so. Hier haben wir die Nummer 4. Der Rosenquatsch stand bei uns tatsächlich auch immer direkt am Fernseher, weil der angeblich dafür sorgen sollte, dass quasi die Strahlung nicht so zu uns kommt. Keine Ahnung, war alles ein bisschen weird. Das ist auf jeden Fall einmal hier auch in dieser wunderschönen Präsentationsschatulle. Und das ist halt wirklich aus Glas, das ist schon krass. Und hier haben wir ein Armband. Ich bin ja nicht so der Armband-Fan, aber das finde ich eigentlich ganz süß. Von der Länge her passt das exakt. Ne? Das ist halt immer das Problematische bei solchen festen Armbändern. Also der hat ja den Gummizug mit drin, aber ne, dass man halt nicht genau weiß, ob das dann der Person, die den Adventskalender so öffnet, passt. Aber schön finde ich es auf jeden Fall. Und ich kann mir das auch sehr gut zu manchen Sachen vorstellen, die ich auch so trage. Ne? Und hier stehen auch verschiedene Sachen drauf, wie nein, es ist einfach, ich liebe dich. Der 5. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen. Mondstein. Das ist der Stein, der dann auch tatsächlich bei der Kette mit dabei ist, die wir ja beide verlosen dürfen. Also ne, sowohl Nicole als auch ich. Also für eine zweite Gewinnchance schaut gerne bei ihr vorbei. Genau, hier steht auch noch ein bisschen was dazu. Und das hier sind Ohrringe und ich finde es so schön. Und Mondstein ist ja mal so ein bisschen weißlicher, mal ist der so ins Bläuliche. Der changiert halt auch so perlenmäßig. Ne? Finde ich wunderschön. Das sind wunderschöne Ohrringe. Wow. Da gehe ich gerade ein bisschen steil drauf, weil das halt extrem mein Vibe ist. Ne? Das ist so hübsch. Und hier haben wir dann hinten das, wo es halt durch das Ohrloch gepiekst wird. Richtig nice. Jeder Stein ist einzigartig auf der Welt, sodass es fast unmöglich ist, zwei identische Steine zu finden. So wie der Stein ein Unikat ist, so bist auch du einzigartig. Vergiss das nicht. Das ist wirklich Herzenswärme, Leute. Nikolaus, der 6. Dezember. Hier darf was Besonderes drin sein, aber ich würde schon sagen, dass jeder Tag hier was Besonderes ist, oder? Verbundenheit. Oh, ein Ring. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr hübsch, ne? Also ich suche ja nach wie vor nach dem ein oder anderen neuen Ring mittlerweile, dem ein oder anderen. Und den finde ich sehr, sehr hübsch. Den kannst du Größen verstellen. Und oh, der würde fast auch so auf meinen Ringfinger passen. So schaut der aus. Das sieht schon sehr, sehr hübsch aus, ne? Mag ich wirklich gerne leiden. Ich bin dankbar für alles, was ich habe, was ich weiß und was ich bin. Man versucht es zu sein. Der 7. Dezember. Also ich merke schon, dieser Adventskalender ist nicht nur Schmuck, sondern es hat halt auch noch so diesen Vibe mit dabei. Dieses ganze Edle von dem Adventskalender wird halt auch wirklich durch die Verpackung, durch die Schmuckstücke an sich auch repräsentiert, aber halt auch durch diese großartigen Kärtchen. Ne? Könnte fast schon ein kleiner Achtsamkeits-Adventskalender gepaart mit einem Schmuck-Adventskalender sein. Der Aragonit ist hier drin enthalten und da sehen wir gleich auch ein kleines Säckchen in dem. Ich finde das so hübsch gemacht, wirklich. Oh, der ist aber hübsch. Der sieht total abgefahren aus. So schaut der Stein einmal aus. Aragonit wurde erstmals 1760 in der spanischen Region Aragon entdeckt, daher kommt der Name. Er soll dir innere Balance und emotionale Stabilität bringen, was besonders in Zeiten von Stress und Unsicherheit wertvoll ist. Da kannst du wirklich alle beide Steine dann ganz gut zum Vorstellungsgespräch mitnehmen. Ne? Je nach Größe kannst du ihn auf deinem Nachttisch haben oder in deiner Hosentasche tragen. Steht dann Aragon für Herr der Ringe für Entschlossenheit und Stärke? Würde ich schon so sagen, ne? Cool. Die Nummer 8 darf jetzt auch machen, dass es kracht. Ist das nicht irgendwie, wo hatten die nochmal diesen Lapislazuli? War das nicht bei, ach Mensch, hilf mir auf die Sprünge. Diese Vampire Diaries, genau. Hatten die nicht da diese Ringe aus Lapislazuli? Das ist ja geil. Und ja, da haben wir auf jeden Fall hier eine Kette mit Lapislazuli drin. Das ist ja mal richtig nice. Ja, die hat auch die gleiche Länge wie eben, was ich richtig schön finde. Und da ist, ich habe noch nie so einen Stein gesehen in echt, glaube ich. Richtig cool. Okay, also das haben wir hier, ne? Auch wieder mit dieser wirklich guten Verlängerung. Ich mag diese Länge von den Ketten.
Das sieht richtig nice aus. Und so schaut der Lapis Lazuli oder Lapis Lazuli aus. Richtig schön. Und von beiden Seiten natürlich, ne? Das ist halt so ein wirklich mattblauer Stein, der aber so Goldsprenkel mit drin hat. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Und unten drunter haben wir noch so drei Punkte. Das ist echt schön gemacht. Der Lapis Lazuli fördert Aufrichtigkeit und den offenen, ehrlichen Dialog. Bereits die ägyptische Königin Kleopatra trug den blauen Stein bei sich und schminkte sich mit dem azurblauen Pigment. Oh, das war auch sehr, sehr edel, ne? Aber auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über einen weiteren Schatz freuen. Das ist wirklich eine Schatzkiste, ne? Oh, ein Irkaff Nova. Ja, ihr Kaffs und ich, ne? Das muss ich ja wirklich nochmal an dieser Stelle sagen. Ich habe da Angst vor. Und vor allem, wenn das noch so ein echt silberner ist, so edel, edel, sprach der Wedel. Und ich in meiner Tollpatschigkeit, da müssen wir echt aufpassen, Leute. Der sieht aber relativ, wie soll ich das sagen? Der sieht zwar filigran aus, aber er sieht so aus, als würde er jetzt nicht in 2 Sekunden vor meinem Ohr abfallen. Wisst ihr, was ich meine? Und der ist wirklich wunderschön. Oh, und in der Nummer 10 darf es mit einem Tigerauge weitergehen. Das ist ja so der Stein, den ich auch mit meiner Jugend so verbinde, ne? Da hatte ich so einen relativ ovalen, aber doch irgendwie, also im Prinzip war der dreieckig, lief aber quasi dann am Ende so ein bisschen spitzer zusammen, war aber super abgerundet. Und auf dem größten Teil, was so war, hatte der auch wirklich nochmal, das sah wirklich aus wie ein Tigerauge, ne? Richtig cool. Ich hatte aber auch noch so einen weißen Stein immer mit dabei, da weiß ich gar nicht, was das für einer war. Oh, und das ist halt auch wirklich ein richtiger Steinstein. Oh mein Gott, zeig mal. Ich bin stärker als meine Ängste. Ja, das passt halt, ne? Ja, genau. Ziemlich genau so sah mein Tigerauge auch aus. Ich weiß gar nicht, wo meiner hingekommen ist. Und der war nachher auch echt nicht mehr so, ne, der war schon echt abgekrabbelt. Ja, den habe ich halt damals auch echt gebraucht, ne? Die erste Schnapszahl. Ich finde es so schön, dass wir hier so einen geilen Echtschmuck und Edelstein-Adventskalender haben. Wisst ihr, was ich meine? Das kommt alles so gut rüber, dass man halt wirklich, wenn man den Adventskalender auch öffnet, ich habe ein so wohliges Gefühl, das ist so schön. Indische Sonne. Das passt zu der Kette, die wir hatten. Zu der Kette aus der Nummer 2. Wie schön ist das denn? Das dürfte auch dieser Granat sein, ne? Granat, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier die Ohrstecker dazu. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Indische Sonne steht hier aber drauf. Warum? The sun rises even after the darkest nights. Ja, die Sonne geht auf, selbst nach der dunkelsten Nacht. Safe. Ich weiß nicht, wie ich euch da dieses Rot von diesem Edelstein auch... Ja, ich glaube, so kann ich es ganz gut einfangen, ne? Das sieht wunderschön aus. Echt wunderschön. Witzigerweise finde ich, dass es halt auch, gerade wenn das halt so in diesem Säckchen drin ist, ne, das sieht auch ein bisschen aus wie Augen. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir wieder einen Stein drin und der nennt sich Sodalit. Seine kräftige dunkelblaue Farbe, die an den nächtlichen Himmel und tiefe Gewässer erinnert, unterstützt uns dabei, den eigenen Zielen beharrlich treu zu bleiben. Schön. Das finde ich echt schön. Also allein diese Wärme, die jetzt auch so mitkommt, diese Infos und auch dieses Gefühl. Und das ist ja auch so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Dass wenn du halt daran glaubst, dass du deine Ziele erreichen wirst, wenn du daran glaubst, dass du etwas schaffen wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich auch erwiesenermaßen höher, dass es dann auch so eintritt, ne? Das ist wirklich so. Wenn du die ganze Zeit halt immer nur negativ denkst, dann passiert es halt auch so und du achtest auch mehr auf die negativen Dinge. Der 13. Dezember. Passend zu den Ohrringen haben wir hier auch ein Lotus-Armband drin enthalten. Und ich glaube, steht Lotus nicht irgendwie für Wiedererweckung oder sowas? Ist ja auch irgendwie total abgefahren. Ja, oder halt Einklang von Körper, Geist und Seele. Ja. Doch, ich kriege das zu. Das ist natürlich auch sehr nice. Also es ist noch ein ganz kleines bisschen Luft, weil ich ja auch meinen Finger zum Beispiel jetzt gerade hier halte, ne? Das ist genau, dass es nicht runterfällt. Diese Lotusblume ist auch ganz leicht gebogen, sodass die sich auch schön anschmiegt und jetzt nicht irgendwie sich wild herumdreht, ne? Und das ist ein Armband, was ich auch mag. Das ist sehr leicht und sehr filigran und das sieht schön aus. Zusammen mit den Ohrsteckern kann das richtig, richtig toll sein, ne? Schön. Der 14. Dezember. Oh, hier haben wir wieder unseren Rosenquarz drin. Das finde ich schön. Und da ist ein Zitat von Vincent van Gogh dabei. Und hier haben wir halt passend zu dem Armband, was wir ja hier drin hatten, noch einen Anhänger am Start. Und auch den mag ich sehr, sehr gerne. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das dann in Kombination mit dem Armband trägt. Vielleicht haben wir hierzu auch noch passend Ohrringe drin. Muss man mal gucken. Aber das kannst du safe auch mit den roten Ohrringen hier zum Beispiel tragen, ne? Da kann man auch bunt kombinieren, wie man lustig ist.
Und das Zitat, welches sich hier drin befindet von Vincent van Gogh, lautet: Man soll lieben, so viel man kann, und darin liegt die wahre Stärke. Und wer viel liebt, der tut auch viel und vermag viel. Und was in Liebe getan wird, das wird gut getan. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo bei einer Hochzeit gehört als Zitat. Weiter geht's hier am 15. Dezember. Selenit Seifenstein. Oh, das ist aber keine Seife. Der sieht einfach nur aus wie eine Seife. Vielleicht heißt er deswegen Seife. Der sieht ja süß aus. Was machst du denn? Selenit soll negative Energien neutralisieren. Passt ja mit Seife und Waschen, ne? Und den Energiefluss sowohl in Räumen als auch in deinem Körper verbessern. Gerade als Handschmeichler, safe, ist er der perfekte Begleiter für deinen Alltag. Okay. Also wenn ich den quasi mit mir führe, dann halte ich negative Energien von mir fern. Kann ich mir, also ja, wünschen auf jeden Fall, ne? Und das ist echt ein schöner Handschmeichler. Fühlt sich schön an. Ja, und Seifenstein wirklich, würde ich sagen, von wegen hier, wasch die negativen Energien weg. Der 16. Dezember. Jade und drei Dutz scheint das zu sein. Oh, hier sind zwei Sachen in einem Kläppchen. Das finde ich ja schön. Und das ist wohl echte Jade. Okay, ich meine, wir haben ja alle schon mal so einen Jade-Stein zum Gua Sha-Massage gehabt, aber ich weiß nicht, ob das echte Jade war. Denn wenn ich mir das hier so angucke, sieht das doch etwas anders aus. Wie wunderschön. Ich würde alle beide davon eher so an meinem zweiten Ohrloch tragen, ne? Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Und so kleine drei Dots habe ich noch nicht. Und dann auch so schön in Silber. Richtig schön. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Und hier ist wieder der Mondstein drin. Ach, schön. Und hier haben wir halt passend zu den Ohrringen, die wir haben, auch einen Anhänger. Und diesen Anhänger können wir dann auch an eine der Ketten dran machen, die wir ja schon haben, ne? Finde ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt, weil wenn man den verschenkt, ist es dann halt, oder wenn man halt Teile daraus verschenkt, ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn man halt den für sich selber hat, dann hast du ja da entsprechend den Anhänger und die Kette und so. Und so werden wir Konsumenten auch davor bewahrt, dass der Preis zu hoch wird, um das mal so zu sagen, für den Adventskalender. Denn hochwertig sind die Teile ja allemal, ne? Zuerst wirkt er ganz unscheinbar weiß, aber fällt das Licht auf diesen Heilstein, dann beginnt das Farbspektakel. Wie das Mondlicht auf dem Meer. Er soll unser Einfühlungsvermögen verbessern und verstärkt so unsere intuitiven Kräfte. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember ist bei mir und auch bei Nicole leider leer. Das liegt daran, dass da ein paar Lieferschwierigkeiten vorgelegen haben. Aber ich komme noch, ich habe mich verspätet, steht hier drauf. Das finde ich so süß. Wir haben hier die Rio Drops drin. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, ich kann euch das Bild ja mal einblenden. Das ist aber so ähnlich, als würdest du quasi diesen Lapis Lazuli, also diesen blauen Stein, nehmen, ne? Und quasi in, ich denke, diese Ohrringe reinmachen. So ähnlich werden die Ohrringe dann aussehen. Genau. Und also quasi eine Kombi aus den beiden. Und das befindet sich dann in der Nummer 18. Finde ich wunderschön, dass wir hier dann auch unser Set dann zusammen haben, weil ich finde dieses Blau mit diesen goldenen Sprenkeln auch richtig schön. Und ich glaube, da hat man auch echt seine Freude dran. Süß ist übrigens hier, unsere Signature-Kollektion haben wir nach dem spanischen Wort für Fluss benannt. Sie erinnert uns daran, dass im Leben nichts von Dauer ist und dass Veränderung eine grundlegende Eigenschaft unseres Seins ist. Weiter geht's am 19. Dezember. Prenit. Was ist ein Prenit? Ja, ein Prenit ist ein Stein. Aber was soll das machen? Oh, das ist schön. Das ist so ein funkelnder mit verschiedenen, also der hat so eine ja, sehr eckige Oberfläche. Und wenn das Licht so drauf fällt, dann funkelt der so ein bisschen durch die Gegend, ne? Und der ist auch wunderschön in so einem Mintgrün. Der Prenit macht Platz für positive Energien und steigert deine Wahrnehmung für die kleinen Freuden des Lebens. Können wir alle gut gebrauchen. Hier sind wir auch wieder bei der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich sehe mich schon, dass ich demnächst hier so mit, keine Ahnung, mit gefülltem Koffer durch die Gegend laufe, voller Heilsteine drin, dass ich auch irgendwie so ein bisschen mehr Positivität in mein Leben kriege. Der 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, enthält einen Sonnencharm. Oh, das ist ja hübsch. Hatten wir, nee, dazu passende Ohrringe oder so hatten wir noch nicht. Also das ist halt ein Charm und der sieht wirklich schön aus. Auch das, ne, wieder so in diese Richtung, du bist mein Sonnenschein und bring ein bisschen mehr Sonnenstrahlen in dein Leben, in dein Gesicht, in dein wie auch immer. Finde ich hübsch. Kann man, glaube ich, auch ganz gut in Kombination mit dem Lotus-Set verbinden. Genau. Verbinden auch.
Einfach weil das halt diese Positivität darstellt. 6 Wörter haben sich versteckt. Das ist mein kleines Rätsel. Die Nummer 21. Oh, das ist für mich wirklich abgefahren, ne? Weil ich habe solche Steine noch nie in meinen Händen gehalten. Das ist ein Onyx. Kenne ich nur von Pokémon als Pokémon. Ja, genau. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwarzer Stein. Und das haben wir hier als Armkettchen auch wieder drin. So schaut es aus. Und da haben wir auch das Logo von Spirit of Leaps drauf. Das finde ich ja mal crazy. Sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Kann ich mir auch richtig schön so zu einem Abendkleid vorstellen. In der Antike galt der Onyx als einer der wichtigsten Schutzsteine gegen schwarze Magie. Er stärkt das Selbstbewusstsein und führt zu verstärkter innerer Harmonie. Die 22, der zweite, nein, doch, die zweite und letzte Schnapszahl. Oh, hier ist ein Rosenquarzengel drin. Ich glaube an Engel. Und das ist ein wunderschöner Engel. Der ist nicht kitschig oder sonst was. Ich finde den einfach hübsch, ne? Ich lade die Engel ein, über mich zu wachen und mich zu beschützen. Möge ihre Liebe und Fürsorge mich sicher durch den Tag begleiten. Da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, Leute. Sowas ist ein sehr emotionales Kläppchen für mich, ne? Hier habe ich jetzt den Tag vor Heiligabend, den 23. Dezember. Und das ist jetzt ja auch tatsächlich der Endspurt des Adventskalenders. Es geht Richtung Heiligabend. Es wird nochmal mehr Herzenswärme rausgepackt, deswegen passt der Engel auch echt gut. Oh, hier ist Perlmutt drin enthalten. Oh, auch hier haben wir einen Anhänger drin. Der sieht aber schön aus. Der ist richtig schön. Da haben wir auch in der Mitte halt diesen Perlmutt drin. Ne? Das schaut einmal so aus. Wunderschön. Und Perlmutt ist ja auch quasi nichts Hubbeliges, sondern halt auch wirklich was Flaches. Sehr schön. As wild as the ocean, as free as the sea. Wundervoll. So wild wie der Ozean und so frei wie das Meer. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was wir am 24. Dezember bekommen. Also wir haben ja schon das ein oder andere Set hier drin und ich kann mir vorstellen, es würde für mich auf jeden Fall auch sehr gut passen, dass wir hier mit dem Jadestein noch was bekommen. Ansonsten doch vielleicht von dem Perlmutt noch irgendwie setmäßig irgendwas zusammen. Ansonsten haben wir ja immer schon ganz gute Sets, ne? Schauen wir mal. Hier steht auch Frohe Weihnachten drauf. It's the most wonderful time of the year. Und hier kriegen wir von dem Mondstein einen Ring. Wie schön! Das finde ich ja mal richtig nice. Vor allem verbinde ich jetzt ja auch den Mondstein tatsächlich für mich persönlich mit Community. Huch, weil ich das ja auch als Community-Kette quasi verlose, ne? An einen von euch Sonnenscheinchen. Und so schaut der Ring einmal aus. Und hier haben wir auch diesen Mondstein drauf. Und der ist auch wieder hier größenverstellbar. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ihr seht ja, ne? Ich habe ihn auf normaler Größe. Und so sieht es dann halt bei mir aus. Klar, auf den kleinen Finger wird es passen. Ich habe halt wirklich relativ große Hände und so weiter. Und ja, der ist hübsch. Der ist richtig, richtig hübsch. Und der sieht halt auch wirklich edel aus, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Dieser Adventskalender ist wirklich umwerfend. Ich hatte den ja, wie gesagt, schon öfters mal bei Nicole gesehen. Und jedes Mal gedacht, oh mein Gott, wie wundervoll. Aber da war der immer schon ausverkauft. Und dann hatte ich mir dieses Jahr gesichert und habe daraufhin dann trotzdem noch eine Kooperationsanfrage bekommen, was mich super happy gemacht hat. Denn so kann ich euch zum einen den Code nochmal mit an die Hand geben, dass ihr halt 10% auf den Adventskalender sparen könnt. Ich kann ihn euch im Vorfeld schon vorstellen, bevor der jetzt irgendwie ausverkauft ist oder so, ne? Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit mit der Verlosung, finde ich mega nice. Es ist ein toller Adventskalender. Mir gefällt der richtig, richtig gut und ja, ich weiß nicht. Also er hat mich auf jeden Fall herzensmäßig bekommen, aber auch vom Stil her finde ich ihn wunderschön. Der ist zeitlos und der gibt mir irgendwie einfach ein gutes Gefühl und das soll ein Adventskalender ja auch machen. Wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und natürlich ist der ein bisschen hochpreisiger, weil wir hier Silberschmuck haben und echte Edelsteine und so. Ne? Das ist halt schon ein bisschen was anderes. Ich freue mich wie Bolle. Also das ist ein ganz, ganz schöner Adventskalender und das ist ein super unterstützenswertes Unternehmen. Schaut da gerne mal vorbei und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.